Encore merci dass du heute bist. Merci auch. Ja, du bist bei The Voice dabei, das ist dein zweiter Kehr. Wie kommt es dazu, dass du nach einem Kehr den Schritt gewohnt hast, bei der Produktion mitzumachen? Ja, ich habe mich so gemalt, weil ich wollte am Anfang meine Aufnahme revidieren, sozusagen. Das heißt, die erste Kehr war schon sozusagen nicht als eigentlichen Ich, sondern einfach so dabei. Und ich wollte nicht, also wenn ich lange so und ich war bei Voice of Germany, wollte ich nicht unbedingt meine Aufnahmen weisen. Mit tatsächlich die Aufnahmen, die ich eben vier zu weisen habe. Dadurch, dass du eben den Transgender-Hannel-Kontrollst, den stimmt sich ja immens viel verändert. Ja. Wie war das für dich? Und wie war das für vor allem für dich, für den Stimmen neu zu entdecken und für das Songen, um mit der Stimme neu zu bringen? Also ich habe schon viel drum mega viel Musik gemacht, ich war im Konservatoire und ich denke, ich habe schon eine gute Basis gehabt, sodass meine Stimme schon eine gewisse Stärke hat, so mal so. Und natürlich ist es eine ziemliche Änderung, wenn man die Stimme ein bisschen anders das funktioniert. Das ist schon um Männer mit Kopfstimmen zu schaffen, obwohl das natürlich auch bei Männern funktioniert, aber also anders das halt. Mir jedenfalls war für mich neu, weil eben das zum Beispiel meine Stimme tatsächlich mega an der Brust zu spüren. Das ist so Vibrationen, also so ein bisschen wie gegrummelt so am Anfang, so am Brustbereich. Und das war ziemlich neu, aber auch interessant. Also ich gebe nicht so, und es war mega schwer. Das ist für mich einfach irgendwie gelaufen. Also schwer war es süß am Anfang, von dem rundum gequetscht hast, wo du null Kontrolle über deine Stimme gehabt hast. Aber wieso muss ich einfach mega Geduld haben und einfach aufweilen, was passiert. Und ich habe auch nie aufgehalten, zu trainieren. Da habe ich trotzdem immer weiter Übungen gemacht und so weiter. Du siehst ja für die Hunde, du warst immer relativ nervös, aber wie kriegst du da dann den Griff? Ja, also normalerweise trinke ich Kaffee oder Tee. Das war aber bei mir nicht der Fall. Also ich gebe so und da probiere ich mich immer so, dass ich für die Leute singe. Weil ich bin nicht stark dran, mich einfach da hinzustellen und einfach mal zu singen. Daran, das leidet mir nicht, das sind ich nicht so. Und ich meine, für mich ist immer die beste Präparation, das natürlich auch daheim am besten geht, wenn du so viele Leute oder viele Dinge frieren oder so anfangen, das Lied singst und dann Feedback kriegst. Und das hält mir da schon ein bisschen Nervosität. Ja, bei The Voice aber ganz andere Konditionen. Ich denke, dass du Corona bedingt vielleicht mal noch Zuschauer da sind. Ah ja, ja, ja. Du hast aber die Millionen Leute, die mitkommen. Ja, genau. Angenommen, das ist ein Publikum, wo ich gehen kann, dann habe ich meiner Nervosität, wie wenn ein du gibst sitzen, den ich kann, komischerweise. Ich hab den Coach, das ist schwarze können zu kommen, weil du warst ja die Elchke, warst du beim Ray-Aktiv. Mhm. Wäre deine Option gewesen, für dich nach Kabul hinzugehen? Oder warst du wirklich schon dem Dramteam um Steffi immer mitmachen? Also erwarte ich mal erstens, dass ich stehe nicht auf die Bühne gegangen mit der Erwartung, dass ich sich soll umdrehen. Der Ray Garvey, das war ein mega guter Coach und ich hatte noch damals ja, ziemlich appreciiert eigentlich. Und mich hat mich aber, also wenn er sich umgedreht hat, hatte ich nicht Nanke gewählt. Aber aus dem Grund, weil mein Ziel war, wenn ihn sich soll umdrehen, dann will ich weiter lernen, dann will ich etwas Neues gesehen und neue Musik, ja, mich aufmachen für neue Musik sozusagen. Und, genau, also ich denke schon, dass ich an dem richtigen Team bin. Weil ich meine, sie sind einfach, also musikalisch geben sie manchmal Spaß, also beim besten zu mir passen. Und ich denke, noch plus fand ich interessant, wie das so zu zwei sind, weil natürlich dann von beiden Seiten etwas kann kommen, wo ich kann weiterbringen. Und weil ich denke einfach, sie haben auch immer so Texte, die irgendwie eine Message sollen weiterleben. Und ich denke, schon allein du wählst, sind sie immer sympathisch. Ja, hat halt schon Auflös, also es ist strikt Regeln da, ne? Muss ihn die ganze Zeit mit Masken holen und muss ihn seine Distanz anhalten, das stimmt doch, aber mal los. Ja, genau. Also das ist schon ähnlich, das zu 2015 wohl bemerkt. Ich gebe aber so, dass
trotzdem aber menschlich keine River könnt. Also das, ich weiß nicht, wie ich das sehe, eine distanziert Bindung, aber trotzdem nicht zu distanziert. So. Also ich fand nicht, ich weiß auch nicht, ob ein Umarmung oder nicht Umarmung mehr Bedeutung hat, wie lo. Ich meine, wir wissen ja alle, dass Corona ist und dass das nicht unbedingt persönlich alles gemeint ist, wenn ihr auf Distanz bleibt.